Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Heute geht es um Briefe an Julia, in dem sich das Leben aller Beteiligten ändert, als eine junge Frau einen 50 Jahre alten Liebesbrief findet und beantwortet. Verona, Italien, wo Romeo seine Julia fand. Oh, Sophia! Warum denn du, Sophia? Es gibt einen Ort, an dem die unglücklich Verliebten Briefe hinterlegen, in dem sie Julia um Hilfe bitten. Dort fand ich einen Brief, der mein Leben für immer verändern sollte. Ich war nie der größte Amanda Seyfried-Fan, muss aber sagen, dass sie hier für Rolle und Film absolut perfekt ist und ich mich langsam an sie gewöhne. Gael Garcia Bernal als ihr Verlobter wollte eindeutig ein paar Wochen umsonst nach Italien, sonst hätte er diese eher undankbare Rolle wohl kaum angenommen. Und Christopher Egan als der andere war mir ein bisschen zu milchbubihaft. Aber die legendäre Vanessa Redgrave, die hier nach 50 Jahren ihre Jugendliebe sucht, ist großartig. Und es ist schön, wenn auch in einer viel zu kleinen Rolle, den nicht weniger legendären Franco Nero einmal wiederzusehen. Die Jüngsten von euch kennen die beiden wahrscheinlich gar nicht. Im wirklichen Leben haben sie seit 1967 einen Sohn, aber erst 2006 geheiratet. Da soll einer sagen, die Geschichte dieses Streifens sei nicht realistisch. Der Film wurde wunderschön in der Toskana gedreht, bietet aber keinerlei Überraschungen und schämt sich auch nicht dafür, eine extra Kappe Weichspüler zu verbrauchen. Und irgendwie macht ihn das auch wiederum ganz charmant. Er wird sicherlich einem großen, eher weiblichen Publikum gut gefallen, denn er ist die perfekte sommerliche Schnulze, die in ihrem Genre eine Menge richtig macht. Glaubst du, es gibt noch diesen Lorenzo? Ja. Oh mein Gott. Der Film ist für alle freigegeben und startet in Deutschland und der Schweiz am 19.8., in Österreich am 20.8. Ich gebe Briefe an Julia ein B-. Lass uns deine Gedanken über den Film wissen. Und mich würde in diesem Zusammenhang auch mal interessieren, glaubst du an die wahre oder vielleicht sogar ewige Liebe oder eher nicht und warum? Deine Gedanken bitte. Und wenn du jede Woche regelmäßig meine Kritiken zu den neuesten Hollywood-Produktionen in deiner Inbox haben möchtest, bitte auf jeden Fall dran denken zu abonnieren und natürlich auch Daumen hoch werten und kommentieren. Wie immer, viel Spaß im Kino. Tschüss aus Hollywood.